Am frühen Samstagmorgen vernichtete ein Großbrand im hessischen Borgen das Salzlager der Straßenmeisterei. In unmittelbarer Nähe begannen auch zwei Kunststofftanks gefüllt mit Natrium- und Magnesiumchlorid zu brennen. Durch einen massiven Wassereinsatz der Feuerwehr konnten die Behälter jedoch gerettet werden. Sie blieben dicht. Während die Feuerwehr Entwarnung gab, war die Polizei der Meinung, vorsorgehalber eine Warnung an die Bevölkerung herauszugeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vier Streifenwagen wurden hierfür bereitgestellt. Das Salzlager wurde bei dem Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die 500 Tonnen Streusalz, die sich im Lager befanden, sind vermutlich unbrauchbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.